Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 4. Leute, beim letzten Mal haben wir zum ersten Mal so ein Driftrennen gestartet. Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Am heutigen Tag geht allerdings unsere Karriere als Stuntfahrer weiter. Stimmt, und wir sind den schnellsten Trecker der Welt gefahren. Junge, der schnellste Trecker der Welt. Der war wirklich ziemlich krass. Es ist doch auch so, dass Lamborghini und so weiter, das waren doch auch als erstes Firmen für Trecker. Ach, stimmt, es gibt jetzt Colossos, Alter. Kenne ich eigentlich sonst nur als Achterbahn im Heidepark Soltau. Irgendwie die höchste oder schnellste Holzachterbahn der Welt. Jetzt endlich meine Chance in Hollywood, Leute. Schön, dass du wieder an Bord bist. Ja, klar. Beim nächsten Stunt ist Können, Finesse und Trägheit gefragt. Ich gebe dir schon mal das Stuntfahrzeug, damit du dich dran gewöhnen kannst. Ja, ein Lamborghini Gallardo oder was? Erinnert mich so ein bisschen an den Wagen, den ich mir gekauft habe. Heiß auch. Also ich muss einfach sagen, Lamborghini macht schon echt schöne Autos. Auch diese Oldschool-Dinger, der Countach oder so heißt der, glaube ich. Auch so geil. Aber ich weiß, dass bevor sie zu VW gehört haben, waren sie ein bisschen störanfällig. Aber ja, jeder hat als Kind davon geträumt, irgendwie mal Lamborghini oder Ferrari zu fahren. Und ich glaube, nicht nur als Kind. Also ich saß auch noch nie in meinem Leben in einem Lamborghini. Auch noch nie in meinem Leben in einem Ferrari. Ich meine, als Porsche-Pedestal saß ich natürlich schon mal in einem Porsche. Was auch für mich ganz cool war, als ich von Mercedes eingeladen wurde zum Nürburgring. Hier ein Clip. Peter, was denn? Du hast doch gerade gestartet. Ich dachte, du machst jetzt hier ein bisschen Halligalli. Sind wir denn hier bei den Assis oder was? Ja, sind wir. Hallo. Okay, let's go. Wir sind da. Das wird nicht einfach. Ein Sprung über den Fluss. Felsiger Untergrund. Ja. Konzentrier dich und beschleunige ordentlich. Ich baller. Wenn so ein Autosprung schief geht, wird das schmerzhaft. Glaub mir. Wir haben die Aufhängung aber verstärkt und eine Mehrlenkerachse verbaut. Mehr können wir nicht tun. Viel Glück. Danke, klingt wirklich beruhigend. Danke, Jungs. Okay. Dann wollen wir mal. Szene 67, Wasserfallsprung. Action! Ja, Action, ja. Ich schaff's nach Hollywood, Leute. Brad Pitt und so weiter, die können alle einpacken, Alter. Ja, kurz ein bisschen runter. Oh ja, oh, das ist ein bisschen hobbelig. Schnell, flach. Ja, ja. Und ja, ja. Einfach nur, ja, ja. Ich mach gerade. Und Geronimo! Jawohl, Junge, wir sind auf 200 Stunden Kilometern. Jawohl. Und cut. Geht's dir gut? Ja. Natürlich geht's dir gut. Warum auch nicht? Ich war keine Sekunde lang besorgt. Boom. Was? Was? Zwei Sterne? Willst du mich verarschen? Erneut versuchen, Alter. So, jetzt habe ich nicht gebremst. Ich bin jetzt hier einfach rüber. Flach. Und du schaffst das. Ich muss mich konzentrieren. Oh ja, das war viel schneller. Das waren auf jeden Fall die zwei. Oh ja, komm. Und cut. Ich war keine Sekunde lang besorgt. Jawoll, die drei Sterne. Boom. Kann ich jetzt direkt hier weitermachen, oder was? Nächstes Kapitel. Danke, dass du hier bist. Wir müssen eine Szene nochmal drehen. Die haben den echten Frankie Bowman beim ersten Mal rangelassen und das Ergebnis war wenig überzeugend. Der Wagen sieht geil aus. Okay, Szene 82, Verfolgungsjagd durchs Dorf. Action! Jawoll! Bam, Alter! Hier kann man auch nochmal rüberspringen. Geronimo! Ja, moin, Leute. Hier kann man auch nochmal rüberballern. Ja, kein Problem. Sehr schön. Ja, hier, das umschallern. Bam! Jawohl, das muss doch die Punkte geben. Genau, hier einfach einmal durchbrettern. Zack, Alter. Kleiner Jump. Ja, aber ein Stern ist ja gerade mal 20.000. Obwohl, wir haben schon 16.000. Aber wir haben auch nur noch 20 Sekunden Zeit. Ich schaffe nicht mal die 20.000. Ich muss jetzt hier nochmal drüber springen. Zack. Ja, aber doch gar nicht so schlecht. Komm, gib mir wenigstens hier nochmal kaputt machen. Scheiße. 5, 4, 3. Hier nochmal durch. Komm, das muss doch noch was geben. Bist du noch ganz? Gerade so. Okay, wir haben noch Zeit für eine Aufgabe. Ja, ich mach's nochmal. Aber gibt das denn jetzt? Das hat nicht so gewirkt, als wenn ich dafür viele Punkte bekomme. Zerstörung 100. Wie wenn ich hier so einen Baum kann ich doch. Ich baller hier einfach mal und mache so ein bisschen hier. Zack, Alter. Zerstörung. Ja, wir müssen einfach nur zerstören. Bam, Alter. Zack. Locker easy. Genau, hier ein bisschen Bruchlandung. Zack. Alter. Das gibt ja richtig viel Punkte. Seht ihr das? 2x2? Ich habe hier, glaube ich, gerade so eine richtige Streak. Ich weiß nicht, wie ich sie mache. Aber Junge, die wird schallern. Ich fahre hier einfach immer links und rechts.
Landschaftsbau nochmal. Alter, 4,2. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir die... Als ob, Junge. Das wären über 100.000 Punkte. Kann das sein? Aber ich drifte hier auch die ganze Zeit ganz gut. Was? Was ist denn mit den Punkten passiert? Warum sind die jetzt plötzlich alle weg? Weil ich wogegen gefahren bin? Sag mal, ich hatte doch die Megas-Combo-Streak. Hätte ich einfach nur stehen bleiben müssen? Und dann hätte ich es geschafft, oder was? Alles auf Anfang. Komm her, wir versuchen das gleich nochmal. Ja, natürlich probieren wir das nochmal. Ich hatte die Megastreak. So, ich meine, ich weiß jetzt ja, wie es geht. Ich muss ja einfach immer nur wie ein Bekloppter links und rechts ballern. Dann kriege ich schon so ein bisschen, so ein paar Punkte kriege ich dann. Das ist doch hier schon wieder ein guter Multiplikator. Schön um die Kurve. Oh ja. So, jetzt gib mir einfach mal die Punkte. Ich will die jetzt einfach mal eincashen. Jawohl, 25.000. Du sollst hier alles zertrümmern. Ja, ich bin doch hier eine Abrissbirne. Komm, 40.000 Punkte müssten wir da auch nochmal hinbekommen. Ja, mit dem einen hätten wir halt... Boah, ich weiß nicht, das waren doch bestimmt 100.000. Auch jetzt nochmal, Alter, wir haben schon 30.000. Hier nochmal ein bisschen zerstören. So, ich cash jetzt ab. Ich cash ab. Hervorragende Zerstörung. Brudi, komm, mach nicht diesen. Verbleibende Zeit. Hallo, gib mir die Punkte. Sag mal, er macht immer weiter mit den Punkten. Gut gemacht. Ich schicke dieses Material gleich in den Schnitt, damit die Rohfassung zur Regisseurin kommt. Ich hätte doch wesentlich mehr Punkte. Was habe ich denn jetzt gerade falsch gemacht, Leute? Sag mal, die haben mir die Punkte geklaut. Dafür kriege ich bestimmt keinen Wheelspin, oder? Einfluss. Oh ja, ja, einen ganz normalen. Aber der gibt ja nichts, oder? Als oh, geiles Ding. Geiles Ding. 200.000. So muss das sein, denn wir haben immer noch den Rimac. Was ist denn jetzt eigentlich The Colossus? Mit welchem? Ja, ja, ich fahre, glaube ich, mit dem Veneno. Ach komm, wir fahren mal wieder mit dem. So, let's go. Oh, die ziehen aber ganz gut weg, kann das sein? Sag mal, was soll denn der Mist jetzt? Ja, sag mal, hallo? Boah, gutes Manöver. Gut um die Kurve. Da vorne ist, glaube ich, auch ein Lego Bugatti Chiron oder McLaren. Ja, jetzt benutze ich dich mal. Was für ein Manöver. Das erinnert mich an... Könnt ihr euch noch dran erinnern, wo ich in Formel 1 so diesen überkrassen Start hatte? Ey, das war so geil. Da bin ich, glaube ich, in der ersten Kurve plötzlich auf Platz 1 gelandet. Hier ein Clip, Leute. Warte mal, ich versuche hier innen durchzuziehen, wenn die alle bremsen. Nein! Das war nicht meine Schuld. Ich bin Erster. Was für ein Manöver! Auch einfach wieder hier mit knapp 350 am Start. Oh, da kommen wir gut vorbei. Oh, geil, ab auf der Autobahn. Das wird jetzt schnell gehen. Hier können wir vielleicht auch Topspeed ballern. Ah, ne, wir müssen hier gleich links runter. Schade, das wäre geil gewesen. Aber schnellste Lamborghini hier im Spiel ist Lamborghini irgendein Aventador. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Da habe ich vorhin auch kurz abseits der Aufnahme ein kleines Rennen gegen einen Typen gemacht. Also so ein Sprintrennen. Der hat mich so abgezogen. Das war richtig krass, was ein Lamborghini Aventador da abgezogen hat. Also der hat auch nicht nur irgendwie so bei so ein paar Zentimeter gewonnen, sondern ist halt so abgegangen. Und ich bin hier mit meinem Veneno gefahren. Mit meinem Veneno. Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Allerdings weiß ich, dass wir das Rennen gewinnen werden. Also wir müssen uns jetzt schon wirklich selten dämlich anstellen, dass wir das jetzt noch aus der Hand geben. Wir müssen nur noch geradeaus. Nice. Sehr nice. So, jetzt bin ich gespannt. Erster Platz. Danke, danke. Ist ansonsten noch keiner am Ziel. Rebecca hätte auf dem ganzen Festival keinen besseren Straßenrennfahrer finden können. Also sag mal, wie fühlt es sich an, Horizons neuer Straßenrenn-Champion zu sein? Oh yeah, ja gut, danke. Aber dann gib auch mal ordentlich Patter jetzt. 40.000. Also da haben wir heute schon echt gut abgecashed. Oh, Einfluss, auch immer eine nette Sache. Stufe, ah schade, 39 wäre wahrscheinlich nochmal sehr rentabel gewesen. Ja, was sieht denn mein Auge da? Zwei Wheelspins? Na komm. Wie geil, Junge. Ey, wir haben jetzt auch 4 Millionen. Sogar mehr als... Ja, komm, noch mal, Digga, gewinn jetzt. Oh, was ist das denn? Die weltschnellste Autovermietung? Ja, ich würde gerne bei der Autovermietung arbeiten. Ja, hallo. Ich weiß, dass das nach einer großen Investition klingt. Was? Aber sie ist es wert, glaub mir. Jedes Unternehmen, das du kaufst, wird dir einen Anteil seines Tagesgeschäfts auszahlen. Wenn das mal kein guter Anreiz ist. Ich kauf rein. 100.000. Ja, ich kaufe das Geschäft. Eine gute Entscheidung. Ja. Wir beide zeigen der ganzen Welt, was es wirklich bedeutet, die Weltschnellsten zu sein. Oh, sag mal, den habe ich doch schon. Ein 2013er Lamborghini Veneno. Nimm die Schlüssel und zeig Horizon, was er kann. Alle sollen über uns reden. Sorry. Ey, der sieht in Silber, sieht er fast noch geiler aus, ne? Schade, dass wir ausgerechnet dieses Auto hier bekommen, weil wir es halt schon haben. Ja, ich baller halt Mitte durch, ne? Oh ja.
Ja, hat geklappt. Geiles Ding. Ja, leicht ohne Scheiße. Ach komm, Mann. Bitte. Ja, jetzt lass mich doch. Ich hänge hier fest. Hallo. Mann, bitte. Okay. Veranstaltungen neu starten. Kreisverkehr, aber dann mehr rechts halten, oder? Oder wie war das? Ja. Ein bisschen mehr rechts. Mehr rechts? Ja, sehr gut. Echt, dass ich da dann so komisch an der Wand hänge. Jo, wer bin ich? Spider-Man? Oh, das war sogar richtig knapp. Schön gefahren. 6 Sekunden. Ich lass ihn abholen und sauber machen. Verschwinde lieber, bevor der Kunde dich sieht. Ja, ruf mich an, wenn du für den nächsten bereit bist, okay? Mir schwebt da was Skandinavisches vor. Der Rimac! Nee. Ist der Rimac Nee, der ist nicht skandinavisch. Deine letzte Fahrt war unglaublich. Mein Handy hat ununterbrochen geklingelt. Ist der Elektro? Die nächste wird noch besser. Der Königs Egg One. Also ich glaube, alles klar. Achso, da müssen wir jetzt sowieso nur hin. Da machen wir dann so diese Maximalgeschwindigkeit, glaube ich. Und der macht echt Tempo. Unser Rekord war, glaube ich, 430 Stundenkilometer, kann das sein? Hier ist 30er-Zone und wir fahren hier mit 370 längs. Alter, wie schnell wir selbst auf der Strecke schon sind. Hier knacken wir die 400. Schnell und stramm durch diese Zone, okay? Ja. Zeig ihnen, wie das Ding bei hoher Geschwindigkeit auf der Straße klebt. Ja, mach ich. Kein Problem, Brudi. Ich muss kurz noch wieder auf die Strecke finden. Ich bin ja kurzzeitig in der Düne versackt. So, und jetzt geht's gleich, glaube ich, in diesen Tempobereich. Oder kommt jetzt der Blitzer? Du bist jetzt das erste Megacar der Welt gefahren. Wie fühlst du dich? Megacar? Meld dich bald wieder. Ich glaube, ich bekomme mein Ferrari rein. Als ob. 3 Sterne. Das ist ganz geil, dass du halt die verschiedenen Autos alle einfach mal schön festfahren kannst. Okay, komm. Gib mir den Ferrari. So ein Ferrari Enzo oder so. Weißt du noch, wie ich dir von dem Ferrari erzählt habe? XXK. Komm doch für eine Fahrt raus aufs Land. Du weißt schon. Um zu sehen, wie schnell er fahren kann. Ist das da dieser schnellste? Und das ist der 2014er FXXK. Also, vermutlich ziemlich schnell. Ihr habt mir irgendwas gesagt. Alter, was ist das denn für ein Heckspoiler? Der Heckspoiler geht ja in der Mitte hoch. Ich muss immer mindestens 177 Stundenkilometer fahren. Was kostet so einer? Wenn ich mir den jetzt kaufen möchte, was muss ich dafür auf den Tisch blättern? Über 1 Million? Ja, oder? Bestimmt so 2-3 Millionen. Oh, Auto! Nichts passiert, alles gut. Nochmal ein Auto, den habe ich aber diesmal ein bisschen früher gesehen als den anderen. Also ich finde, das war eine sehr gute Investition, diese Autovermietung. Weil wann kann man schon mal so ein Auto fahren? Ich glaube, Alter, ein richtiger Crash und ich glaube, wir haben direkt schon verloren. Ah, nee, wir sind Zielort? Genau, ich wusste, du schaffst es. Ja? Jetzt entspann dich, atme durch. Und ruf mich an, wenn du bereit für den nächsten Kunden bist. Ich bin immer bereit. Hast du den DB11 gesehen, den Beck für ihre Doku hergebracht hat? Ja, den Vulkan kenne ich schon. Ich will, dass du an diesem Blitzer vorbeiheizt, verstanden? Los geht's. Ja, mache ich. 233. Ah ne, für 1 Stern. So Leute, wir merken uns. Rechts halten, wenn wir hier den Kreisverkehr komplett ignorieren. Ja, mache ich. Scheiße, da ist ein... nein. Okay, das könnte jetzt... es sind noch 3,4 Kilometer. Scheißbaum. Die Frage ist, was brauchen wir gleich? Es ist nur noch circa 1 Kilometer. Aber der fährt auch nicht mehr als 320, 330. Damit sollten wir eigentlich Gold machen. Perfekt. Wenn der Kunde jetzt kommt und fragt, was wir machen, habe ich fotografische Belege. 300, das muss Gold sein. Jawoll. Also alles andere hätte mich auch echt überrascht. Ich möchte dich Larissa vorstellen. Sie ist Vloggerin und will dich unbedingt kennenlernen. Sie hat einen Kanal mit 100.000 Abonnenten, auf dem sie vom Festival berichtet. Okay. Und will berühmte Fahrten aus Videospielen nachstellen. Ich finde, das hört sich ziemlich cool an. Ja, die ist eine super Vloggerin. Okay, Leute, euer Vlogger Paluten macht jetzt Schluss für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock habt auf mehr, lasst gerne ein Like da. Hier ist jetzt auch der Team Paluten-Kanal sowie weitere Videos. Schaut dort gerne vorbei. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao.